Hallo und willkommen hier bei Silicon Bread mit einer weiteren Folge von Backbone. Wir sind hier stehen geblieben, sind durchs Zimmer rein, haben das Paket mit den Zigarren ausgeliefert, an diese Baybar, aber dann haben wir festgestellt, es ist bloß das Dienstmädchen. Haben uns hier diese zwei Affenkinder erwischt. Jetzt haben wir einen Deal, dass wir hier dicht halten. Und jetzt schauen wir, was dahinter ist. Durch die Tür spähen. Okay, Affen, Löwe, noch mehr Affen, noch mehr Löwen. Stehen die Affen so weit auf der Nahrungskette oben? Gorilla, aha. Das ist wahrscheinlich die Baiba. Ist das jetzt? Sieht halt ganz komisch aus, wenn da Tiere essen. Hey, Jebediah. Und ist die Luft rein? Können wir gehen? Wisst ihr, was es zum Abendessen gibt? Wir haben nichts gesehen, aber es hat so komisch gerochen. War nur das Gewürz. Neu? Das will ich auch probieren. Ihr dürft bestimmt probieren, wenn ihr brav seid. Manche Dinge schmecken aber... lecker, ich bin gespannt. Manche Dinge schmecken aber nur Erwachsenen. Stimmt, die meisten Leute wissen die besten Sachen nicht zu schätzen. Hat das Papa gesagt? Ja, und er irrt sich nie. Ganz bestimmt nicht. Ich sollte jetzt lieber gehen. Ciao. Ciao. Ciao, Kinder. Schreibtisch unter... Was unter... Ja, untersuchen wahrscheinlich. Dieser Schreibtisch besteht aus wunderschönem, teurem und solidem Holz. Du hast das Gefühl, dass sich die Welt hinter diesem Schreibtisch regieren ließe. Schauen wir uns den Papierkram nochmal an. Ein kurzer Blick zeigt einen Stapel verschiedenster Dokumente, Briefe und Notizen, alle mit schrecklich kleiner Schrift. Gut, der Name des Eigentümers dieses Arbeitszimmers müsste dort irgendwo zu finden sein. Ich habe keine Zeit, alles zu durchsuchen. Los! Es gibt ein paar geschlossene Schubladen in einen leeren Becher und ein dickes Buch. Ein Becher? Ein weißer Becher, auf dem in großen roten Buchstaben Affe des Jahres steht. Schublade. Abgeschlossen. Ach. Schauen wir uns das Buch an. Das ist eine Ausgabe von Die Natur in uns von Jordan Wayne. Ist es er? Ja, lesen wir mal die Rückseite. In diesem bahnbrechenden Plädoyer für reine Vernunft, Individualismus und Macht beschreitet Wayne neue Wege zu einer wahrhaft utopischen Gesellschaft. Ich kann mir vorstellen, was für eine Art Buch das hier ist. Das ist eines dieser hasserfüllten Bücher, die sich als egalitäre Philosophie tarnen und von Faschisten geliebt werden. Geheimfächer. Du hast noch nie einen Schreibtisch mit Geheimfach gesehen, aber du hast die Hoffnung nicht aufgegeben. Du findest nichts. Aufgeben, ein cooles Geheimfach zu finden. Du wirst ein andermal und an einem anderen Ort auf Geheimfächer stoßen. Ja, okay. Schnüffeln wir mal dran. Das Holz wurde möglicherweise mit Duftöl eingerieben und erinnert an Zitrus und Rauch. Der Geruch von Macht und Erfolg liegt in der Luft. Berühren. Naja, ich kann ihn jetzt nicht berühren, dann riecht der Tisch nach mir, oder? Egal. Fühlt sich an, wie sich ein Schreibtisch nun mal anfühlt. Aber du wünschst dir, du könntest jeden Tag mit den Händen über die glatte Oberfläche schreiben. Lass mir doch diesen Tisch jetzt in Ruhe hauen ab. So, auf zu Renee und ihr erzählen, was wir gefunden haben. Ah, perfekt, sind wir doch hier. Und, sind sie bereit? Ja, packen wir es an. Also. Sie sind also in das Arbeitszimmer von jemandem eingedrungen und haben Unterlagen gestohlen. Genau. Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Da muss was da Wichtiges dabei sein. Schade, dass hier so wenig Musik ist. Gerade völlig still. Na schön, dann wollen wir mal sehen. Könnten Sie es mir bitte laut vorlesen. Mit geschlossenen Augen kann ich am besten denken. Womit fange ich an?
Fangen Sie mit etwas Kleinem an. Suchen Sie nach etwas Persönlichem. Vielleicht finden Sie etwas Handschriftliches. Okay, hier ist etwas. Eine handschriftliche Notiz auf einem gelben Klebezettel. Lesen. Chief Tanner, ich habe einen dringenden Auftrag für Sie. Ihr Leiter der Biochemie wird mir ab sofort direkt Bericht erstatten. Verbrennen Sie diese Nachricht nach dem Lesen. Schauen wir uns das mal genauer an. Ist Ihnen etwas Bestimmtes ins Auge gestochen? Leiter der Biochemie. Was denken Sie? Gut ausgestattetes Labor. Science City. Gibt's sowas hier? Chief Tanner. Ja, wer ist dieser Typ überhaupt? Wir haben aber einen Namen. Können wir den nicht nachschlagen? Ich könnte es versuchen, aber vielleicht muss ich es gar nicht. Wo genau könnte er denn Chief sein? Mir ab sofort direkt Bericht erstatten. Um diesen Befehl zu erteilen, braucht man eine hohe Autorität. Sie haben recht, vielleicht sogar die höchste. Okay, wir sollten eine Schlussfolgerung ziehen. Chief Tanner muss dem Leiter der Biochemie vorstehen, der wahrscheinlich in der Science City arbeitet. Aber wer ist der Käufer? Der Minister wahrscheinlich, oder? Stimmt, Sie haben diese Dokumente vom Wissenschaftsminister gestohlen. Gute Arbeit. Oh, große Sache. Wirklich erschreckend. Der Wissenschaftsminister kauft also Fleisch von Clarissa. Welchen Vorteil gewinnt sie dadurch? Sehen, ob wir als nächstes herausfinden können. Ich bin hier. Lesen wir weiter. Schauen wir uns den Forschungsbericht an. Ein offiziell aussehendes Schriftstück mit dem Logo von Science City. Forschungsprojekt 76.5b, Einführungsbericht. Minister, die Proteinanalyse der neuen Probe ist unterwegs. Die Probe verfügt über bisher nicht katalogisierte Gene und es wird einige Zeit kosten, deren Funktionen über RNA-Tracking zu isolieren. Das lässt sich nicht beschleunigen, wie bereits gesagt. Bitte haben Sie etwas Geduld. Was sagst du dazu, Renee? Das klingt verdächtig, aber das ist ja bei allen Wissenschaftlichen irgendwie der Fall. Mal sehen, ob wir die Bedeutung dahinter herausfinden können. Worauf sollten wir uns konzentrieren? Auf die Gene. Klingt wichtig, oder? Eine neue Lebensform. Oder zumindest etwas, das sie zuvor noch nicht entdeckt haben. Aber hatten sie danach gesucht? Eine Probe haben sie da gehabt. Haben sie das verstanden? Biochemie-Zeugs. Ich bin beeindruckt. Ja, Proteine und RNA sind Begriffe aus der Gentechnik, also Genetik. Und unser Minister hat doch einen Biochemiker angeheuert, schon vergessen? Ja, und er sagt, es lässt sich nicht beschleunigen. Das muss der Biochemiker geschrieben haben, denn den er angeheuert hat. Der Biochemiker zögert das Ganze absichtlich hinaus, vielleicht? Ich denke eher, dass er unter Druck gesetzt wird. Der Minister scheint ungeduldig zu sein. Den Bericht haben wir uns jetzt angeschaut, oder? UAWG, UAWG, ein Umschlag, der einen Bogen hochwertiges Papier enthält. Das Papier ist mit schöner Handschrift beschrieben und mit Unterschrift versehen. Werter Freund, natürlich werde ich unserer monatlichen Feierlichkeit beiwohnen. Ich bin äußerst gespannt, welche Delikatesse es diesmal geben wird. TN. TN. Was glaubst du? Ich glaube, dass der Minister gerne feiert. War das vielleicht das Abendessen, das Sie heute gesehen haben? Ich glaube, mir wird übel. Schauen wir uns das genauer an. Werter Freund, wer ist TN? Ist das nicht der Präsident? Theodore Nashville? Soll das ein Witz sein? Das ist unmöglich. Ah, Präsident Theodore, okay. Welche Delikatesse es diesmal geben? Fleisch. Howard, Sie essen andere Leute. Ich weiß. Ja, darum bin ich doch hier, seit der Otter da unten im The Bight draufgegangen ist. Monatlich, und das machen Sie monatlich. Was feiern Sie denn?
Eine Art alter Kult. Es würde mich nicht wirklich wundern. Schriftliche Notiz, die habe ich doch auch schon gesehen, oder? Andere Dokumente. Anweisungen. Ledermappe mit eingraviertem Stadtwappen. Es befinden sich einige Blätter darin. Hochverehrte Minister, ich möchte meine offiziellen Empfehlungen zur neuen Straßendroge mit dem Namen Monkey Butt zusammenfassen. Trotz des anstößigen Namens besitzt diese Droge keine wirklich süchtig machenden Eigenschaften. Es besteht demnach kein erhöhtes Risiko für die öffentliche Gesundheit. Daher ist eine Kriminalisierung nicht gerechtfertigt. Ich werde die Situation in Zusammenarbeit mit der Polizei beobachten. Ihr Dossier enthält einen detaillierten Toxikologiebericht. Was weißt du drüber? Das hat unser Mann geschrieben. Wir können den Toxikologiebericht ignorieren. Er wird bestimmt perfekt im Rahmen der Empfehlungen liegen. Verfluchte Geier. Kein erhöhtes Risiko. Glauben Sie ihm? Ja, sichere Drogen wird es wahrscheinlich nicht geben. Manipuliert. Mag sein, wir wissen, dass er Zugang zum Labor hat. Hochverehrte Minister. Und der wird doch bestimmt von denen geschmiert. Wurde an höchster Stelle vorgelegt. Ja, wenn Sie diesen Bericht ratifizieren, sind diese Drogen mehr oder weniger legal. Kriminalisierung nicht gerechtfertigt. Ja, das schützt die Kunden natürlich, oder? Oder sie verkaufen gleichzeitig. Aha. Ja, sie profitiert davon. Wenn Monkey Butt im Byte gedealt wird, dann ja, das würde viel Druck von ihr nehmen. Ach, diese Clarissa da, Polizeinotiz. Ein weißes Blatt Papier mit einer kleinen getippten Nachricht und keinen weiteren Details oder Hinweisen. Verehrter Ministerkollege, zwischen den jüngsten Berichten über die verschwundenen Personen aus dem Westend gibt es eine eindeutige Verbindung. Ich weiß nicht, warum Sie nicht wollen, dass in dieser Sache etwas unternommen wird. Wir können nicht ewig wegsehen. Sollten sich diese Vorfälle zu einem Skandal ausweiten, sind wir beide geliefert. Bringen Sie das in Ordnung. Ich habe von dem Verschwinden gehört. Ich wusste, dass es ein Muster gibt. Das ist eine große Sache, Howard. Ich weiß nicht, warum Sie wollen, dass in dieser Sache nichts unternommen wird. Warum spielt das für den Wissenschaftsminister überhaupt eine Rolle? Ja, Weil sie alle zu Fleisch verarbeitet werden. Möglicherweise. Aber das ist reine Mutmaßung. Das ist der eindeutige Beweis, dass der Wissenschaftsminister etwas vertuscht. Zwischen den Berichten. Was ist das für eine Verbindung? Stammen alle aus dem Westend. Ja, aber noch wichtiger ist, dass der Minister oder jemand in seinem nahen Umfeld die Verbindung sein könnte. Bringen Sie das in Ordnung. Dass der Polizeityp Angst, ja, ich glaube, der Minister kann verhindern, dass die Polizei da was macht. Bis zu einem gewissen Punkt, aber wenn weiterhin Leute verschwinden, sind das schlechte Nachrichten für den Wissenschaftsminister. Sehen wir uns die Unterlagen genau an. Was haben wir denn noch hier? Brief an Papa. Ein gemalter und mit Buntstift geschriebener Brief. Papa, ich hab dich so lieb. Bitte gib mir Geld zum Geburtstag. Ich will eine Echse kaufen. Kaufen. Tschüss. Was denkst du drüber? Kinder sind einfach süß, selbst wenn sie vom Monster aufgezwungen sind. Ich hab die so lieb. Was soll man daran machen? Das Kind scheint seinen Papa zu lieben. Ich will Echse kaufen. Echsen sind ja. Warum bittet er das nicht? Geschäftsmentalität. Oder das Kind lügt und möchte sich von dem Geld eigentlich etwas anderes kaufen. Ich glaube, wir sind hier fertig. Stimmt, Howard. Was für eine Beziehung ist das genau zwischen Clarissa und dem Minister? Das ist jetzt die Frage. Machen sie gemeinsame Sache? Oder hat sie oder er ihn genannt? Sie sind Partner. Sie sind Partner. Was will der Minister? Was bringt ihm das Ganze? Fleisch.
dem zu urteilen, was sie gesehen haben und was in der Antwort zum Abendessen steht, könnte es durchaus sein, dass diese Minister und Affen ganz allgemein Personen aus den niederen Klassen als Delikatesse ansehen. Das sind Monster, Arschlöcher und Clarissa macht es möglich. Welche Vorteile bringt ihr das? Immunität. Affenminister sind der beste Freund eines Mädchens. Wenn der Wissenschaftsminister hilft, sie vor der Polizei oder anderen Einmischungen in ihr Geschäft zu schützen. Wahrscheinlich Leute verschwinden lassen. Ja, Howard, sie hat so gut wie die absolute Macht, solange der Minister an ihrer Seite steht. Das mit den Drogen ist ziemlich geradlinig. Aber das Verschwinden der Leute bereitet mir die größten Sorgen. Ja, schauen wir uns mal die Sache an. Ja, ich beschaffe Ihnen die Berichte, Namen, Adressen. Wir müssen herausfinden, ob diese Leute mit dem Minister oder Bloodworth irgendwie in Verbindung standen. Wir untersuchen das West End. Morgen. Keine Zeit verlieren. Wir müssen jetzt handeln. Es muss etwas anderes geben, das wir übersehen haben. Einen noch viel größeren Vorteil für Clarisse. Technologie? Oder sie will Ministerin werden? Unmöglich, dass eine Frau, schon gar eine, die kein Affe ist, in naher Zukunft Ministerin wird. Wissenschaftler daneben. Das würde erklären, warum sie am Wissenschaftsminister interessiert ist. Er forscht doch an irgendetwas. Ja. Ja, na, oder? Nein, ich glaube, RNA-Tracking war eine Methode, die er genutzt hat, um die Proteinfunktion zu untersuchen. Wissenschaft ist schwer. Stimmt, Proteine. Sie haben neue Gene gefunden in einem Geheimlabor in der Science City. Geheime Forschung. Ja, komm. Stimmt, ist ziemlich verdächtig. Könnte Clarissa für ihre eigenen Zwecke an dieser Forschung interessiert sein? Dass die vermissten Mädchen alle Drogen in diesem Labor stehen, schaffen. Sie will Macht. Sie will. Könnte es sein? Das wäre schön einfach, aber ich denke, dass es noch zu viel gibt, was wir nicht wissen. Wir müssen uns das Ganze ansehen, aber es ist schwierig, in die Science City reinzukommen. Wir versuchen es. Aber erst das West End. Wir sind etwas Unglaublichem auf der Spur, Howard. Diese Partnerschaft zahlt sich aus. Das tut sie. Ohne dich wäre ich hier gerade völlig verloren. Oh, wunderbar, unser Essen ist da. Ich kümmere mich drum. Der Lieferdienst. Die Gänse. Ja, her damit. Natter. Du hast vollkommen recht. Hier ist dein Geld. Flieg, flieg. Kusch, kusch. Trinken Sie mit mir diesmal was stärker als Eistee. Ja, ich dachte, du wirst nie fragen. Okay, heute Abend gibt es Gin. Stehen Sie auf Gin? Ja, her damit. Jetzt wird gesoffen. Auf sie bekämpfen wir das Böse. Bekämpfen wir das Böse. Wo immer wir es finden. Aber wie geht es Ihnen eigentlich mit dem Fall und ganz allgemein? Ich habe mich noch nie lebendiger gefühlt. Ich auch. Ich glaube, wir sind an etwas Wichtigem dran. Ich bin froh, dass Sie bei mir sind. Ja, ich glaube, sie hat es auch ohne mich geschafft, sagen wir das mal. Stimmt nicht. Ja, ich habe verdammt hart für diesen Augenblick gearbeitet, aber sie haben an mich geglaubt, das habe ich gebraucht. Wollen wir uns jetzt an die ranmachen, oder was? Erzähl mir etwas über dich. Ja, ich habe mein Leben lang versucht, die richtigen Worte dafür zu finden. Warum alles so schlimm ist. Und warum? Clarissa ist nicht nur ein schlechter Apfel, es hängt alles zusammen. Sie ist das Symptom eines Systems, das in Richtung Status Quo gedrängt wird. Ja, glauben Sie, dass es Zufall war, dass Sie Jeremy abgeschlachtet gefunden haben? Die Reichen fressen die Armen im wahrsten Sinne des Wortes auf, Howard. Denken Sie, das hat etwas mit den Klassen zu tun? Das hat alles mit den Klassen zu tun. Okay. Wissen Sie, ich habe mich immer angepasst. Die Leute mochten mich, aber ich habe mich nie dazugehörig gefühlt. Ich war wie eine Schlafwandlerin. Dann ist eines Tages etwas in mir zerplatzt. Erzähl mir mehr, mein Schatz.
Letztes Jahr habe ich für den The City Herald berichtet. Es hatte einen Vorfall im West End gegeben, der hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Was Persönliches? In einem der älteren Gebäude waren Rohre geplatzt. Die Bewohner riefen die Stadtwerke. Es dauerte 3 Stunden, bis sie kamen. Die Leute wurden bei lebendigem Leib verbrüht. Ich wollte darüber berichten und wurde gefeuert. Was zum Teufel? Die Leute in Stadtteilen wie dem West End und den Docks sind unsichtbar, vernachlässigt und sie sterben jeden Tag. Die Stadt wird auf ihrem Blut errichtet. Ich halte das nicht aus. Ich muss etwas unternehmen. Okay. Es tut mir leid. Ich war nur noch wütend. Nach allem, was sie gesehen haben, haben sie bestimmt ein ähnliches Gefühl. Ich habe das Gefühl, von einem Laster überfahren worden zu sein. Verständlich. Sind Sie wütend? Ständig. Gut, nichts wird so sein wie früher. Sie können nicht länger so tun, als wären Sie normal. Normal bin ich schon lange nicht mehr. Gut, die Zeit für Veränderung ist gekommen. Endlich! Prost! Wie haben Sie geschlafen seit? Nicht viel. Ich habe diesen wiederkehrenden Albtraum. Erzähl. Ich renne durch dicken, schwarzen Schlamm und werde plötzlich bei lebendigem Leib verschluckt. Boah, klingt ähnlich wie meiner. Was für einen denn? Ich bin in dem Haus, in dem ich als Kind aufgewachsen bin. Ich suche die Tür zu meinem Zimmer. Ich suche meine Mutter. Ich suche einen Weg ins Freie. Und sie können ihn nicht finden. Da ist eine Tür, aber sie lässt sich nicht öffnen. Ich schreie, aber es ist kein Laut zu hören. Ich hasse es, im Traum zu schreien. Ich wache dann immer schweißgebadet auf. Doch dann öffnet sich die Tür. Ich trete hindurch und falle ins endlose schwarze Nichts. Das ist ein schlimmer Traum, wirklich. Das tut mir leid, Howard. Das ist mein Traum. Sie haben keinen Grund, sich zu entschuldigen. Stehen Sie Ihrer Mutter nahe? Ja, vorhin war es doch nicht schlecht, als ich Sie angerufen habe. Ja, komm, mach mal ziemlich. Was heißt das? Es ist kompliziert. Kompliziert in welche Richtung? Ich bin mir nicht sicher. Das ist schwer zu erklären. Sie ist meine Mutter. Deshalb muss ich sie ja wohl lieben. Sie schulden niemandem was. Schon gar nicht Liebe. Auch Eltern können Arschlöcher sein. Was ist mit ihr? Mit ihr geht's mental bergab. Meine Mutter ist es egal, was ich will. Ich bin nur jemand, auf den sie ihre Bedürfnisse projiziert. Wie gehst du damit um? Ich rede nicht mit ihr. Das ist echt extrem. Wenn jemand Negatives ins eigene Leben bringt, muss man diese Person ausklammern. War die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, ist schon was Wahres dran. Hatten Sie schon mal das Gefühl, dass niemand Sie wirklich kennt? Sie kennen mich, auf gewisse Weise. Aber ich würde Sie nur durch meine eigene Wahrnehmung gefiltert kennenlernen. Das sind Sie in Wirklichkeit gar nicht, sondern nur eine Projektion von Ihnen in meinem Kopf. Was sollen Sie beantworten? Ich verspüre trotzdem die Verbindung. Ich bin froh, Sie gefunden zu haben, Howard. Es ist schön, jemanden um sich zu haben, jemand, der es einfach nur versteht. Ich bin auch froh. Sind Sie glücklich? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Dann komme ich mit in diese Richtung, wenn das in Ordnung ist. Ja, klingt wie ein blöder Anmachspruch, aber machen wir. Na klar, schließen Sie die Augen und kannst hier schlafen. In diesem geheimen Bunker. Komm, leg dich auch schlafen. Zudecken. Träumen Sie schön. Gehe ich jetzt heim oder? Schlafen gehen. Ja, komm. Genug geschlafen. Ist das Kapitel nun beendet? Verbindungen. Oh, Dolly. Au ja, also geil, du grübelst mehr als Essi, seitdem ich das Geschirr vergessen habe. Ich habe viel im Kopf. Warum sagst du nicht, was ist? Hm?
Das würde deinem überarbeiteten Kopf doch ziemlich gut tun. Der Fall wird immer größer. Vielleicht ist er auch eine Nummer zu groß für mich. Und dann ist da noch Renee, die... Wow, die Lady. Ha, kein Wunder, dass du rumträumst. Nichts dergleichen. Wir arbeiten gut zusammen und ich respektiere sie. Ihr arbeitet gut zusammen und respektiert euch nicht gerade die schlechtesten Voraussetzungen für ein kleines Techtelmechtel. Ich meine ja nur... Ach, Dolly. Wir sind Partner. Sind Sie das, Straßenfeger? Ja, und ich habe das Gefühl, dass sich mein Innerstes nach außen kehrt. What? Seit wann habe ich einen Codenamen? Ab jetzt, Straßenfeger. Wie läuft es eigentlich bei Ihnen? Nicht so gut. Ich bin jetzt in der Nähe. Nicht so gut. Haben Sie schon mit Mary, Miranda und Shelley gesprochen? Ich habe alles versucht, aber Sie sind Fremden gegenüber total misstrauisch. Verdammt, bleiben Sie positiv. Vielleicht reden ja Beverly oder Bill mit Ihnen. Vielleicht, ich weiß nicht. Und was ist, wenn das alles vergeblich ist? Könnte es sein, aber das wissen wir erst, wenn wir den Spuren folgen. Sie wissen doch, dass man sowas nie auf dem Silbertablett serviert bekommt. Na, ich weiß, ich weiß. Auch zwei Türen, und die befinden sich im selben Wohnblock. Dann können Sie zurechtkommen und Ihre Füße hochlegen. Ja, hoffentlich gibt es einen Aufzug. Wir sollten Ihnen Einlagen besorgen. Vielleicht haben Sie ein hohes Fußgewölbe. Bleiben Sie positiv. Sie schaffen das. Ich bin nur müde. Viel Erfolg und vergessen Sie nicht, sanft anzuklopfen. Lassen Sie mich wissen, wie es läuft. Ja, mache ich. Ich melde mich. West End. So. Bill. Sprich mit Beverly. Ich brauche Bill und Beverly muss ich finden. Bill. Lecker Schmecker. Auf zum Yumi-Bäcker, der gute alte Yumi. Hey, Nata. Nata? Ist zum Verkauf, wenn Sie wollen. Müssen nur fragen. Was? Trenchcoat, ja. Kaputtes Ohr, Streifen. Nata grüßt Sie. Howard grüßt Sie auch. Ah, gut, wollen Sie Nüsse? Ich habe schon welche. Ich wollte nur alles sagen. Wie ist das Wetter so? Boah, schnell weg hier. Weg, 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 weg hier. Komischer Kauz, echt, ey. Du. Bow, Mo, und wie heißt du? Oh. Der Kerl. Oh, ich meine Mo, ich weiß, dass du das bist. oh wow. Hm. Komm, ich sag jetzt einfach. Wohl ein Versprecher, ich heiße Po. Ich weiß, was ich gesagt habe, Mo. Beeindruckend. Ich bin eine ehrliche Person mit einer ehrlichen Stimme. Mir gefällt nicht, was sie da andeuten. Hm. Was ich nicht verstehe, ist ja eigentlich alles. Ja, ich verstehe es auch nicht. Aktuelle Nachrichten sind nicht immer leicht zu entschlüsseln. Soll ich Ihnen irgendwas erklären? Weißt du was, Poe? Wir belassen es einfach dabei, okay? Psst. Ich danke Ihnen. Ah, du gibst es also zu. Was gebe ich zu? Ich bin nur höflich, wie es mir meine alte Mutter Plo beigebracht hat. Ach nee, hau mir ab. Mo, Bo, Po. Ich weiß, nichts als Tristesse und runde Füße. Ne, ja, diese komischen Hasen, die sind ja völlig verrückt. Das ganze Gespann hier. So, was haben wir hier? Gabriella, Doktor. Was braucht ein Doktor hier? Hausmeister. Was ist hier? Gebäude betreten. Okay. Hab's verstanden. Reden wir erstmal mit denen hier. Gabriela. Unverstanden. Hm. Doktor. Bestand Ärzte können alles beherrschen, nichts. Hausmeister, du kennst doch hier alles. Ich bin Brea. Hey, wer bist du? Ich bin der Boss. Wenn Sie rein wollen, müssen Sie erst an mir vorbei. Okay. Ich bin nur hier, um jemandem zu helfen. Ich traue ihnen nicht.
Weil ich ein Waschbär bin? Nein, weil sie ein Außenseiter sind. Siehst auch aus, nicht wie ein Einheimischer. Ich weiß, was mir steht, verdammt nochmal. Ihre Socken widersprechen dem aber. Hey, lassen Sie meine Socken aus dem Spiel. Ich gehe jetzt zu Beverly. Machen Sie der armen Frau keinen Ärger, verstanden? Sie hat schon mehr als genug erlebt. Ich habe sie im Blick. Sie haben mein Wort, bis dann. Dann gehen wir hier rein. Fahren wir mit dem Aufzug oder laufen wir? Anscheinend Aufzug it is. Bedienfeld. Vierter Stock. Da gehen wir jetzt rein. Ich höre Sachen. Hallo? Keiner da. Hier ist der Waschbär. Treppe. Ich bin müde, ich werde ja. Ich weiß. Bücher. Sieht aus wie eine Hausbibliothek für alle oder wie ein Büchertausch. Vielleicht sollte ich etwas Ähnliches in meinem Gebäude anbieten. So. Fahrrad, wem auch immer dieses rostige Fahrrad gehört, ist sehr vertrauensselig. Wahrscheinlich ist es kaputt. Klopf. Ich glaube, ja, ich höre da jemanden. Ja, endlich. Sind Sie Leslies Mutter? Was hat das mit Leslie zu tun? Ich werde nichts unterschreiben. Ich bin ein besorgter Nachbar. Ich habe sie noch nie gesehen. Worüber machen Sie sich denn Sorgen? Meine Schwester ist auch verschwunden. Oh, beim guten Hirten. Tut mir leid, das zu hören. Wohnen Sie schon lange im West End? Ja, meine Schwester hat hier gewohnt. Wie war ihr Name? Kannte sie meine Tochter? Lorna. Oh, ich kann sie gut verstehen. Ich wollte mehr tun, aber mit meiner Arbeit und mit Henry, jetzt ist wirklich kein guter Zeitpunkt. Wann haben Sie Leslie zuletzt gesehen? Fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Seit sie ihre schlechten Freunde hatte, habe ich sie kaum noch gesehen. Was waren das für schlechte Freunde? Rose und diese anderen Partymädchen. Rose, das war doch die vom The Bite, oder? Die Mutter, der, wo sie gesagt hat, sie wurde verschleppt. Der ich nicht geholfen habe. Ach. Woher kannte sie Rose? Oh, hallo. Ist es Henry? Henry, geh sofort wieder rein. Lassen Sie ihn doch reden. Sucht er Leslie? Vielleicht weiß Mai. Aha, Mai, jetzt habe ich was. Sofort habe ich gesagt, Henry. Sie haben noch ein Kind. Sind Sie alleinerziehend? Ach komm, machen wir jetzt ein bisschen einfühlend hier. Ich kann nicht mehr darüber reden, tut mir leid. Beverly, ich möchte Sie nicht aufwühlen. Hören Sie, ich muss jetzt wirklich zur Arbeit. Kann ich dich... Darf ich Sie ein kurzes Stück begleiten? Gehen Sie einfach und kommen Sie nie wieder. Es tut mir leid. Bitte lassen Sie uns in Frieden. Na gut. Tut mir leid, wirklich. Wiedersehen. Schon in Ordnung. Ja, ich weiß. Mai, wir haben jetzt einen neuen Namen. Aber wie komme ich jetzt auch zu Henry? Okay. Fahrrad? Hier vielleicht? Tür. Sie hat mir klar zu verstehen gegeben, ich werde sie in Ruhe lassen. Okay. Wahrscheinlich draußen. Vielleicht ist er irgendwann mal draußen zum Spielen. Hier? Nein. Ich weiß, wir gehen jetzt eins höher. Die andere muss ich auch noch finden. Luxi. Bean. Wie sieht's denn hier aus? Hey, Bean. Rechts. Du verstehst es, das ist gut. Ich bin Krähe. Klingt gut, Kleine. Liebt jemand Johnny anscheinend. Sie alleine, Opi. Kennt ihr die Mädchen? Ihr Ratten? Nee, mit denen lassen wir uns nicht ein. Warum denn nichts? Wir sind das Tote-Maus-Kollektiv, geruft die.
Jetzt sind wir mehr. Wir sind eine selbstverwaltete, gegenkulturelle Anarcho-Bewegung. Habt ihr eine Agenda? Natürlich, sie heißt die Mauskarade. Wir mischen die Nachbarschaft auf, stellen die Denkmuster der Leute auf die Probe. Ja, wie genau? Graffiti, Proteste, Sex, was immer nötig ist. Klingt gut. Die Mäuse werden dran glauben. Seid ihr nicht selber Mäuse oder seid ihr Ratten? Wieso dieser Name? Wir hassen Mäuse. Ja genau, Moment, seid ihr nicht Ratten? Sind wir und wir hassen Mäuse, das ist eine Metapher. Verstehst du nicht? Sehr cool. Danke, Opi. Viel Erfolg. Wir sind kein Club, zähl alleine, Opi. Chill mal. Bin ich unentspannt. Matratze. Die Flecken sind seltsam und unappetitlich. Hoffentlich muss niemand darauf schlafen. Mit Brettern zugenagelte Tür. Das bringt schmerzliche Erinnerungen. So. Hier rein. Hier klopfen. Einer da. Geh ich jetzt raus oder geh nochmal zum Henry? Ah, da ist sie wieder. Schon gut, ich mache Ihnen keinen Ärger. Wollen Sie nach unten? Ich auch. Okay. Das Ding ist nicht das schnellste, was? Er funktioniert. Hoffentlich haben Sie heute einen guten Arbeitstag. Ich schleim mich jetzt ein, oder? Stimmt nicht. Tut mir leid, das zu hören. Ja. Oh, entschuldigen Sie, ich dachte, Sie hätten was gesagt. Gleich ist es geschafft. Ich warte nur, bis sie weg ist, dann gehe ich zum Henry. Wir sind da. Ladies first. Moment mal, Beverly ist zur Arbeit gegangen. Das heißt Henry, ja, das war der Plan. Seh mir mehr, Henry. Henry. Hallo Henry, ich bin's nochmal. Ich bin ein Detektiv und suche nach Leslie. Hallo, du siehst gar nicht wie ein Detektiv aus. Willst du meine Marke sehen? Ja, darf ich sie halten? Klar. Ja, wenn du mir ein paar Fragen beantwortest. Will ich ja, aber... Hast du Angst, weil du alleine bist? Mr. Flufu ist immer da. Willst du ihn kennenlernen? Weiß er, wo Leslie ist? Geht es ihr gut? Kannst du sie wirklich finden? Ehrlich gesagt, weiß ich es noch nicht, Henry, aber ich verspreche, alles zu versuchen. Okay, aber verrate es ja nicht, Mama. Bleibt unser Geheimnis. Sie macht mir Angst, wenn sie wütend ist. Henry, du wolltest vorhin was sagen über Leslie. Aber Mama sagt, Leslie hat ihr eigenes Bett gemacht. Ich mache mein Bett aber auch immer. Ich bin stolz auf dich, Kleiner. Du hast jemanden mit dem Namen Mai erwähnt. Leslies Freundin Mai. Ganzen Namen? Wahrscheinlich kennt er sie nicht. Mai Loader. Würde viel lieber bei ihr wohnen. Magst du Leslie denn nicht? Mai ist viel cooler. Sie hat mich nie angeschrien und gesagt, dass ich uns alle arm mache. Ach ja, der arme Junge. Was kann der jetzt dafür? Manchmal bin ich froh, ein Einzelkind zu sein. Henry, nichts davon ist deine Schuld. Ich hoffe nicht, ich will nicht schlecht sein. Also, kleiner Mann, wo ist Mai? Mit ihrem seltsamen, stinkenden Bruder Samson. In der Nähe, in diesen Wohnungen? Nein, die Straße runter, das Haus mit der roten Tür. Danke dir. Wenn du Mai siehst... Ich glaube eher nicht, dass du ihr Typ bist. Keine Sorge, ich werde dir nicht verraten, was du gesagt hast. Ich sollte jetzt besser nach Mr. Flufu gucken. Willst du nicht zuerst meine Detektivmarke ansehen? Oh ja! Ist eigentlich eher ein glänzender Ausweis. Trotzdem cool, ich wette, dass du alles damit tun kannst. Aber nur du kannst auf deine Familie aufpassen. Pass auf alle auf, Wiedersehen, Detektiv. Du kannst mich Howard nennen. Nice, sehr gut. So. Wir müssen jetzt zum Mai. In der Nähe, okay. Ich werde doch gleich hier irgendwie von diesen Anarcho-Typen wahrscheinlich abgefangen.
Erdgeschoss. Und raus hier. Und wer will Stress? Wohnst du hier? Okay, die Leute kommen von der Arbeit. Ich weiß es nicht. Gabriela? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Reden wir mal über Nee. Ich habe mit Beverly Pham gesprochen. Nee, komm, wir reden mit dem Bruder. Howard, haben sie sich zum Babysitten überreden lassen? Nein, aber er hat noch einen Namen genannt. Mai, eine Freundin von Leslie. Okay, denken Sie, dass wir diese Spur verfolgen sollten? Das ist eine Spur auf jeden Fall. Ja, seien Sie bitte nett, diese Leute sind bestimmt verschreckt. Noch was anderes, der Name Rose wurde erwähnt, ja. Okay, je mehr Namen, desto besser. Vielleicht gelingt es Ihnen ja, die Dynamiken dort herauszufinden. Klingt gut. Nee, erstmal was dann? Dann folgen Sie der Krümelspur. Okay. Die kamen alle von hier wahrscheinlich. Und dann haben sie sich das große Geld erhofft und dann... alles den Bach runtergegangen. Hier, oder? Und dann ins Drogenmilieu und so. Ah, da bist du ja. Samson Lauder. Sind Sie Samson? Kommt darauf an, wer das wissen will. Ich bin Enthüllungsjournalist. Ach, keine Ahnung. Glaubt mir doch eh keiner, ob ich hier oder das bin. Die von der Presse sind doch alle nur dreckige Parasiten. Entschuldigung. Ich bin nur hier wegen Mai. Mai ist nicht zu Hause. Ja, wo ist sie? Für wen halten Sie mich eigentlich, hm? Für Ihren Bruder. Kennen Sie Leslie Pham? Psst, nicht so laut. Es könnte jemand lauschen. Kommen Sie rein. Wir müssen einiges erklären. Okay, ich komm rein. Sprechen Sie, aber verarschen Sie mich nicht. Wo ist Mai? Ich würde gerne mit ihr reden. Warum? Was wollen Sie von ihr? Reden Sie. Ich untersuche den Fall Leslie. Ich untersuche hier aus der Gegend. Ich mach's mal allgemein. Haben Sie eine Theorie? Sie müssen eine Theorie haben und die sollte gut sein, denn mit Amateuren arbeite ich nicht. Was heißt denn Amateure? Moment, was meinen Sie mit Zusammenarbeiten? Ja, das frage ich mich auch. Sie ist verschwunden. Werden Sie mir helfen, nach ihr zu suchen oder verschwenden Sie hier nur meine Zeit? Es tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, ich muss nur wissen, was Ihre verdammten Theorien sind. Ich weiß nicht, getötet, sie wurden irgendwo eingesperrt. Ja, weil das Rose ist ja auch im Verbeid eingesperrt. Ob sie getötet sind? Vielleicht, oh, ich weiß es nicht. Eingesperrt. Nicht mal, sie ist klug, sie hätte was bemerkt. Ich schätze, Sie haben nach ihr gesucht. Ich habe natürlich nach ihr gesucht, ich bin zum Beit gegangen. Hat sie da gearbeitet? Sie wissen echt gar nichts, oder? Was hast du herausgefunden? Meine Güte, komm halt zum Punkt. Wo das Clarissa Bloodworth ein eiskaltes Miststück ist. Ich hätte sie nicht besser beschreiben können. Trifft es genau, aber Mai hat sie respektiert. Aber warum? Ist das nicht offensichtlich? Sie wird beschützt. Von den Affen? Ja, ganz genau. Ich habe gehört, dass sie mit einem Affen schlafen soll. Erzähl mir mehr erstmal über Mai. Gut, aber machen Sie schnell. Wenn Sie zu lange hier sind, könnte das auffallen. Ist zwischen Ihnen und Mai etwas vorgefallen? Bevor sie verschwunden ist. Was wollen Sie damit sagen? Sie Spinner. Streit. Hat sie sich seltsam verhalten? Nee, alles war gut. Ich glaube, ihre Freundin war gerade verschwunden. Wer? Ich glaube, ihr Name war Rose. Ist sie jetzt noch im Beit oder nicht? Haben sie zusammen gearbeitet? Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich glaube, sie war eine der ersten, die im Beit gearbeitet hat. Vielleicht wissen die anderen Mädchen etwas. Glauben Sie mir, der Spur bin ich gefolgt. Ohne Erfolg. Dann erzähl mir mal was über die Mai. Sie ist rein, nett, mutig. Sie ist eine Überlebenskünstlerin und ich verdanke ihr wahrscheinlich mein Leben.
Wie das? Wir sind zusammen aufgewachsen, die Eltern sind gestorben, sehr früh. Sie standen sich wirklich nahe, oder? Ganz genau. Hat sie jemals Drogen genommen? Nein, sie hat diesen Scheiß nicht gebraucht, um glücklich zu sein. Sie war stark. Das ist bestimmt immer noch, ja. Die Stärkste. Enge Freunde. Hat sie enge Freunde? Ich habe ein paar von ihnen getroffen, hauptsächlich Mädchen aus der Fabrik, bis sie beide Mädchen wurden. Leslie Pham war ihre Freundin. Mit dieser Schlampe war sie ganz sicher nicht befreundet. Wow, wow. Mal locker. Oder nehme ich das so ganz ruhig, Kumpel, was ist ihr Problem? Sie hat mich dazu gebracht, sie zu lieben, um mir nahe zu kommen und uns zu entzweien. Warum sollte sie so etwas tun? Es ging ihr um den Job. Sie hat versucht, einen dazu zu bringen, ins Bett zu kommen, damit sie vor ihrem Boss gut dasteht. Glauben Sie, dass Maisie sie geliebt hat? Wahrscheinlich, das haben doch alle. Haben Sie versucht, sich an Leslie zu rächen? Nein, manchmal wünschte ich hätte es getan. Ich habe mich in ihrer Nähe so lebendig gefühlt. Wusste Mai von ihren Gefühlen für Leslie? Wusste sie das? Ich weiß nicht. Vielleicht hat sie es geahnt. Ich mache mir Sorgen, dass sie vielleicht deshalb... Ich weiß, es tut mir leid. Versprechen Sie mir bitte eine Sache. Wenn Sie herausfinden, was passiert ist, sagen Sie es mir. Wie lange hat sie da gearbeitet? Einige Monate. Es hat sich aber nach einer halben Ewigkeit angefühlt. Ja, was hat sie da gemacht? Sie hat als Bedienung angefangen und nach wenigen Monaten wurde sie befördert. Genau. Hat sie viel davon erzählt? Nein, sie hat gesagt, dass Clarisse ihr das Leben gerettet hat. Verdammter Quatsch. Hat es ihr da also gefallen? Ja, sie hat immer gelächelt. Kann ich mich ein bisschen umsehen? In unserem Haus, sicher, aber fassen Sie nichts an, sonst bringe ich Sie um. Oh, chill mal, völlig entspannt. Völlig entspannt, der Kerl. Fotos. Das muss My Loader sein. Habe ich es jetzt genommen? Anscheinend nicht. Schwert auf einem Sockel. Ah, da hinten. Wow, die Heldenklinge, sie könnte es sein. Aquarium, süße Echse, scheint entspannt zu sein. Was ist denn jetzt mit dir los? Wow, wow, wow. Jetzt weiß ich endlich, warum sie wirklich hier sind. Sie haben sie geschickt, richtig? Wer ist sie? Wer sind sie? Ich bin Anti-Sie. Sagen Sie Ihren Namen, Sie Dreckschwein, buchstabieren Sie ihn. Ich bin Howard. Ja, Mann, bleib mal locker. Nicht mal Ihre Geschichte stimmig, hä? Verdammt, hören Sie. Wissen Sie, was ich denke? Sie stecken tief in der Tasche dieser Bloodworth und spionieren Ihre vermissten kleinen Mädchen aus. Warum sollte ich denn für die arbeiten? Geld, Macht, um diejenigen, die nichts haben, fertig zu machen. Da gebe ich es, glaube ich, einfach Wege. Ich weiß, dass du wütend bist. Bleib mal locker. Oh nein, ich erkenne die Wahrheit in ihren Augen. Ich sehe sie. Jetzt wird Blut fließen. Sie sind der Boss. Es tut mir leid. Lassen Sie mich sprechen. Wer hat sie angeheuert? Sagen Sie es mir, solange Sie noch können. Ach komm, jetzt sag mal einfach die Wahrheit. Ich bin Detektiv, ich habe einen Partner, Renee, Clarissa. Und sie hatten einfach vergessen, sie zu erwähnen. Sie stellen Nachforschungen an, das ist nicht weiter. Sie ist Schriftstellerin, das war ihre Idee. Nee, sie ist nicht weiter wichtig. Und sie vertrauen ihr? Woher wissen sie, dass sie keine Doppelagentin ist? Wäre längst tot, wenn es so wäre. Vielleicht stimmt das Timing nicht, aber sie haben einen Plan und sie wissen alles. Wir stecken... Ah, ich bin mir sicher, dass es nicht so ist. Komm, Clarisse ist hinter größeren Fischen her. Ich bin ihr größter Feind, auch wenn sie es noch nicht weiß. Können sie uns schnappen? Gemeinsam. Sie können mir nicht vorschreiben, was ich tun soll. Ich habe Dinge über Clarisse herausgefunden, das macht mich wertvoll. Angenommen, ich glaube ihnen. Was dann? Bringen Sie den Kampf zu Ihnen. Sie sind Ihr schlimmster Albtraum.
Verdammt richtig, sie haben wahrscheinlich Angst vor mir. Jeder weiß, dass er sich nicht mit den Loaders anlegen soll. Ganz genau, keiner möchte sich mit ihnen anlegen. Genau, ich sehe in ihren Augen, dass sie kein Mörder sind, sie Waschlappen. Sie haben verdammt recht, ich bin ein Waschlappen. Nein. Wie lautet der Plan? Wir teilen uns auf, halten einander den Rücken frei, warten ab, ich gebe ihnen eine Spur, der sie folgen können. Oh ja, bitte, ich bin Ihnen sehr dankbar. Das ist die richtige Einstellung. Okay, das erste Mädchen, das verschwunden ist. Ja, wahrscheinlich Rose. Rose Klimenko. Mit ihr hat alles angefangen. Reden Sie mit Ihrer Mutter. Wer ist die Mutter? Sie sind vielleicht dumm. Gut, dass Sie mich haben. Ihr Name ist Florence. Sie ist total verrückt. Wo finde ich sie? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Fragen Sie doch rum. Okay, danke. Gern geschehen, das war echt. Und jetzt verschwinden Sie von hier. Oh, ich bin schon weg. Oh. Komm schnell raus hier, Howard. Oh, raus hier. Du bist ja nicht mehr ganz dicht. Ah ja, du bist auch nicht ganz dicht und deine Brüder. Mopo. Bist du die Verrückte? Ich suche Florence Klimenko. Schön für dich. Kennst du sie oder kennst du sie nicht? Unmöglich. Weißt du, wo ich sie finde? Warum soll ich dem verraten? Ich untersuche den Fall der verschwundenen Mädchen. Vielleicht wollen sie nicht gefunden werden. Es sind Mädchen in deinem Alter verschwunden. Hast du keine Angst? Ich glaube, die Tochter war die erste. Gut, dass sie weg ist. Sie war ein hübscher, kleiner Blutsauger. Was meinst du damit? Sie hat der Gegend hier das Leben ausgesagt, wollte mich und Jade auch überreden, aber auf ihren Scheiß wollen wir nicht rein. Was laberst du? Das ist was für ein Scheiß. Keine Ahnung, das musst du die toten Mädchen fragen. Tut mir echt leid. Klar doch, hau ab, wir brauchen dein Mitleid nicht. Komm, ich kann helfen. Du kannst gar nichts, aber wenn du Florence verärgerst, dann zieh ich dir das Fell über die Ohren. Die Frau braucht endlich Frieden, hast du gehört? Schon verstanden. Für meine Liebsten würde ich auch töten. Sie ist in der Fabrik, wie immer. Sag dir nicht, dass ich es dir verraten habe. Okay, danke, dass du mir vertraust. Ich wünschte mir, ich würde dir nicht vertrauen. Und du wirst dir noch das Gleiche wünschen. Darf ich fragen, wo diese Fabrik ist? Die Gasse runter, du kannst sie von hier aus sehen. Danke. Meine Fresse. Ist das die Gasse? Welche Gasse? Es gibt so viele Gassen. Oh, ich rufe hier an. Oh, nee, ich muss dir alles sagen, bevor ich drauf gehe. Ich habe mit Samsung gesprochen. Sie klingen etwas mitgenommen. Alles in Ordnung? Wer ist dieser Samsung? Der Bruder von dieser Mai, von denen ich erzählt habe. Ist sie etwa auch verschwunden? Ja. Sie hat im Byte gearbeitet mit den anderen Mädchen. Es gibt also eine Verbindung. Als erste ist Rose Klimenko verschwunden. Ich muss ihre Mutter finden. Wissen Sie, wie? Ja, bin bald zurück. Mach den Tee schon mal warm. Bis dann. Da. Zur Fabrik. Ganz komische Poster hier überall. Was ist denn das überhaupt für ein langes Kapitel hier? Also, die Leute wurden anscheinend von West End. Das ist der New for Sounds, die Wache schläft im Dienst. Aha. Gehen wir rein hier. Also. Da ist ein Arbeiter, ich muss aufpassen. Wahrscheinlich arme Mädchen einfach hierher verschleppt. Wahrscheinlich auch Drogen von denen ausprobiert und die da schwach sind. Oh, eine Kamera. Okay. Ich hoffe. Da ist jemand. Ah, Florence, hallo. Ist es. Ja, das wollte ich gerade sagen. Florence, kommt mir doch bekannt vor. Das ist doch die, oder?
Ich suche Rose. Woher zum Teufel wissen Sie von Rosie? Wer hat sie geschickt? Der Schnüffler vom Webbyte. Was machen Sie hier? Du hast es doch mir erzählt, dass sie da drin ist. Woher wissen Sie? Was laberst du? Sieht auch nicht gesund aus. Okay, die haben ja gesagt, die ist ein bisschen verrückt. Aber wir wissen, was passiert ist. Rosie ist weg. Ich weiß nicht, was Ihnen noch sagen soll. Was können Sie mir über sie erzählen? Jedes bisschen hilft. Komm schon, Florence. Sie waren letztes Mal gut zu mir. Ich habe ihre Sachen durchsucht. Alle Leute gefragt. Nichts. Wann oder wie hat sie dort angefangen? Sie ist dorthin hingegangen und hat nach einem Job gefragt. Mehr hat sie mir nicht erzählt. Sie müssen jetzt gehen. Die Aufsicht wird jede Minute hier sein. Wo wohnen Sie? Kann ich sie später besuchen? Die grauen Häuser auf der anderen Straßenseite. Block 5. Wollen Sie sich Roses Zimmer ansehen? Ja klar, das würde mir helfen. Also graue Häuser, Block 5. Meinetwegen, wir können uns rausschleichen, bevor die Aufsicht kommt. Los, schnell, durch den Notausgang. Was, jetzt? Okay. Scheiße, schnell weg hier. Schnell raus hier. So, Florence. Was haben Sie? Es ist irgendwie seltsam, wieder einen Mann hier zu haben. Erzähl mir doch etwas über Rose. Meine Kleine war so süß und stark. Sie hat sich um ihre Mama gekümmert. Sie wollte das Beste für mich, aber... Ja? Ach, nichts. Ja, jetzt ist gerade nicht der beste Zeitpunkt, um etwas zu verheimlichen. Sie hat mich respektiert, aber sie wollte einen anderen Weg gehen als ich. Wenn ich nur mehr für uns getan hätte, vielleicht... Ja, passt doch schade, sie haben nichts falsch gemacht. Und wir haben viel zu wenig geredet. Ich war immer so müde von der Arbeit und sie wollte mir nicht zur Last fallen. Alles gut, okay? Sie ist so viel kreativer als ich und so klug, wo auch immer sie das her hat. Ah ja, okay. Frank, gab es einen Grund, dass sie weglaufen ist? Ach, mehr als 100, aber nein, sie hätte sich gerührt, wenn sie so unglücklich gewesen wäre. Okay. Ich sehe mich mal um. Aber machen Sie keine Unordnung. Das Zimmer meiner Kleinen soll schön ordentlich bleiben. Boah, ob sie überhaupt noch lebt, die Rose. Keep out. Viel gemütlicher als der Rest des Hauses, als wäre Rose gar nicht verschwunden und würde bald nach Hause kommen. Arme Florence, oh ja. Computer. Willkommen, Rose. Gib dein Passwort ein. Passwort 123. Schönes Licht. Ich habe mein Passwort vergessen. Frage Nummer 1, Lieblingsblume. Ich muss mich umsehen. Poster, Monkey Boys, cool. Google, Chirup. Okay, was haben wir hier? Passwort eingeleitet, beantworte die folgenden Fragen, um deine Identität zu dingsbumsen. Kommt doch ran, ich sehe hier überhaupt keine Blumen. Rose. Nochmal versuchen. Nelke. Falsch. Lilie. Falsch. Ich muss mich umsehen. Was haben wir denn hier? Cartiere, das ist echt langsam eine wahre Königin. Battleboys, scheiße, Lev und ich haben die auf der Uni rauf und runter gehört. Ach ja, die guten alten Zeiten. Nehme ich auch Ducken? Muss mich ein bisschen umsehen. Küche. Das fühlt sich so vertraut an, wenn ich das Licht anmache, könnte ich eine Kakerlakenfamilie aufschrecken. Hier haben wir doch was. Gelb. Bong. Okay. Ich verstehe. Tapete. Große gelbe Blume mit Dornen. Sieht aus wie eine billige Deko aus dem Supermarkt. Okay. Aus dem Computer. Kennen Sie das Passwort? Nein, ich wollte nie rumschnürfen. Ich kenne mich mit diesen Dingen sowieso nicht aus. So, wenn ich etwas gesehen hätte. Was denn zum Beispiel? Etwas, das mir zeigt, dass ich sie eigentlich gar nicht kenne. Sie haben Angst, aber auf dem Computer sind wahrscheinlich wichtige Hinweise.
Wenn sie eine Nachricht hinterlassen wollte, hätte sie mir da etwas geschrieben und an den Kühlschrank geklebt oder so. Dann kennst du die Antworten wahrscheinlich nicht, oder? Sicherheitsfragen, keine Ahnung, welche denn? Ihre Lieblingsblume. Nein, sie hatte jede Woche eine neue Lieblingsblume und irgendwann bin ich dann nicht mehr mitgekommen. Aha, Fotos. Weiße Blütenblätter und ein gelber Punkt in der Mitte. Weiß mit gelber Punkt. Badezimmer. Kleine herzförmige Blätter hängen, schlaf an den Seiten des Topfes runter. Trauriger Anblick. Dusche. Oh, Kindheit. Also wir haben irgendwie weiß mit gelb oder hier die Buch über Blumen. Die Bedeutung der Blumen, ein Leitfaden der spirituellen Botanik. Die weiße Blume nachschauen. Bellis Perennis ist eine gewöhnliche Gänseblumenart aus der Familie der Asteroidei und wird oftmals als typische Art für diesen Namen angesehen. Sie zeichnet sich durch das Phänomen des Heliotropismus aus, durch das die Blumen der Position der Sonne am Himmel folgen. Okay. Der Name Gänseblume ist angeblich auf ihre Farbgebung zurückzuführen, die an die weißen Federn und den gelben Schnabel einer Gans erinnert. Je nach Region wird die Gänseblume auch als Osterblume, Tausendschön, Maiblume oder Regenblume bezeichnet. Ja, hab ich doch schon, ne? Ja. Aber ich die gelbe Blume nachschlagen. Eine Rose ist eine blühende Pflanze aus der Gattung der Rosa und der Familie der Rosaceae. Rosenpflanzen variieren in der Größe von kleinsten Miniaturrosen bis hin zu Kletterrosen, die bis zu 7 Meter hoch werden. Rosenstacheln sind klassische sichelförmige Haken, die der Rose dabei helfen, sich an anderer Vegetation festzuhalten, wenn sie daran entlang wächst. Rosen werden auch Blumen des großen Feuers genannt, weil sie in der Schöpfungsgeschichte eine große Rolle spielen. Die herzblättrige Philodendron ist eine blühende Pflanzenart aus der Familie der Araceae. Teile der Pflanze enthalten Calcium-Oxalat-Kristalle in unterschiedlichen Konzentrationen. Die Pflanze ist für ihre narkotische Wirkung auf Nagetiere bekannt. Nagetiere, Otter? Herzfeuer gehört zur Gattung der Baumfreunde. Legen wir es weg. Ich weiß es doch nicht. Haben wir hier noch einen Hinweis? Frage Nummer 1, Lieblingsblume. Falsch. Gänseblume. Lieblingsband. Fatieri. Frage Nummer 3, Tiername. Uber. Baby. Muss mich umsehen. Wie heißt du? Rose Ark. Nein, ich Howard. Und wie heißt du? Krauk Howard. Howard der Vogel. Was ist mit deinem Namen? Du heißt Boing? Boing, boing, boing. Name bitte. Wow. Bist du traurig? Ich kann dich adoptieren, wenn der Fall gelöst ist. Komm zu mir. Wait. Ah. Red. Nee, okay. Ignus. Das war mein Vergnügen. Ignus, willkommen. Wunderbar. Ah, okay, jetzt haben wir hier ein paar Sachen. Schule. Arbeit. Geheim. 15 KB. Okay. Jesus Maria. Fangen wir an. Vorher. Text. Manchmal ist Blut innerhalb und außerhalb meines Körpers. Ich könnte es abwaschen, aber heute läuft kein Wasser in der Badewanne. Es füllt mich nicht.
Es berührt weder Schultern, noch Knie, noch Oberschenkel. Ich sitze still da, warte, atme, lasse die Luft rein. Sie besteht aus Alkohol, Tränen, leeren Hüllen, nichts dazwischen. Ich bin andere. Heute ist Donnerstag. Ich habe es satt, mutig zu sein und zu beobachten, wie meine Stimme kippt, wenn ich etwas sage, ohne es zu meinen. Ich habe früher im Kopf gesungen, aber das Theater ist jetzt voll und das Publikum kommt und geht. Ich sehe beispielsweise kein einziges Gesicht. Hat vorhin auch nicht irgendwas mit Publikum Theater gesagt? Ich sehe beispielsweise kein einziges Gesicht zweimal. Vergessen macht es einfacher, deshalb erinnere ich mich an die Musik, aber nicht an die Texte. Okay. Möchtest du Suppe haben? Nicht wirklich. Ich würde lieber das Hauptgericht probieren. Der Doktor sagt, dass es gut ist für die Vorstellungskraft. Wie damals durch Schneiden und Malen und Kauen und Sprechen spricht das Fleisch auch und sagt, ich bin, ich bin, ich bin. Uiuiui. Leslie, ich liebe dich. Ich bin erfüllt von dieser neu entdeckten, facettenreichen, bewegenden Kraft, die mich in alle Richtungen drängt. In meinem Körper klafft eine Leere, ein weiter Raum in meinem Innern, ganz leer, der darauf wartete, größere hereinzulassen. Nichts entkam dem Loch, nichts wurde angezogen, es wartete einfach ohne Verlangen und stand für das bedeutungslose Geräusch der Existenz. Und dann kehrte plötzlich aus dem Nichts die Liebe zurück. Sie umschloss mein gesamtes Wesen, was ich einst war, verlangte nach einer neuen Definition, nach neuen Grenzen, neuen Bewältigungsmechanismen. Ich erfinde neue Wörter, erfinde neue Kommunikationswege, werde mit der sich erweiternden Welt vor meinen Augen, die zuvor blind waren. Jetzt weiß ich es. Wir haben über unsere Zukunft gesprochen und dass sie unmöglich ist. Aber ich habe einen Weg gefunden. Die Chefin weiß von uns. Sie hat von einer Plünderin erzählt, die Leuten wie die und mir hilft. Jenseits der Mauer gibt es Leben und ich möchte es mit dir leben. Ich werde bei dir bleiben, wie immer du dich auch entscheidest. Okay. Kunden. Uiuiuiuiuiui. Ich glaube, das wird lange Texte. Ich denke, diese Texte werden wir beim nächsten Mal anschauen. Jetzt haben wir ja wenigstens einen Hinweis, wo wir hinkommen. Und Rose war die erste. Schauen wir mal, was hier noch alles auf uns wartet. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, macht's das gut.